Bei den Bachelors 2024 gibt es eine wirklich krasse Überraschung und die Stimmung wird immer schlechter. Leonie wird bestimmt bleiben, wa? Oh, ich habe eigentlich gesagt gestern, dass wenn er Leonie küsst, dass ich 100% abbreche. Warum das denn? Weil ich sie super unsympathisch finde und wenn ich dann morgen ein Einzeldate habe, dann soll ich ihn dann auch küssen. Das alles und wie gesagt noch eine große Überraschung gab es in dieser Folge und deswegen werde ich sie natürlich auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex. Das einzige Parfum, das ich wirklich regelmäßig benutze, ist Hugo Boss. Und nachdem du jetzt sogar weißt, wie ich rieche, muss ich natürlich die übliche Empfehlung aussprechen. Nämlich, wenn du die Bachelors sogar schon vor TV-Ausstrahlung sehen willst, kannst du das jederzeit per RTL Plus. Das ist immer dein ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wie in den meisten Folgen bisher, starten wir direkt mal in der Frauenvilla. Und da ist die Stimmung eher so, naja. Würdest du deine Augenbrauenfarbe auch hier lassen? Nee, auf gar keinen Fall. Nein? Nee, ich habe nämlich keinen mehr zu Hause. Okay. Warum willst du es jetzt wissen? Denkst du, ich fliege nächste Woche? Oder du bist die Letzte und denkst du, ich fliege vor dir? Ja, ich glaube, das glauben die meisten. Denn Lisa hat sich ja nun schon ein paar Mal mit Dennis mehr oder weniger angelegt. Es gibt nicht wirklich gute Gespräche. Und deswegen sind ihre Mitkonkurrentinnen durchaus der Meinung, dass sie bald fliegt. Wobei ich die Frage, ob sie dann was da lassen könnte, jetzt auch nicht so toll fand. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie leider gehen muss bei der nächsten Entscheidung. Im normalen Leben würde ich einer Freundin auch erzählen, hey, der steht nicht auf dich oder hey, der, weiß ich nicht, lass es einfach, ne? Das reicht nicht aus. Kann ich sogar verstehen, Katja, aber ein bisschen macht natürlich trotzdem der Ton die Musik. Ich glaube, das hätte man auch besser sagen können, aber okay. Am Ende des Tages sind wir natürlich in diesem Format aber wie immer für Dates. Und auch in dieser Folge startet es mal wieder mit einem Gruppendate. Yay. Glücklicherweise gab es davon diesmal aber nicht ganz so viele. Und es war sogar mal was mit Motoren, was mir Spaß gemacht hätte. Das ist eine seltene Mischung. Heute wird mich die Lisa, die Lissi und die Rebecca besuchen kommen. Sah aus wie Vin Diesel ein bisschen. Sexy. Hallo. Aber ich glaube, er hat halt dieses Tanktop schon mit Absicht angezogen, weil er einfach seine Boobies zeigen wollte. Yeah. Und ich glaube tatsächlich, das hätte mir auch eine Menge Bock gemacht, auch wenn ich sonst eigentlich gar nicht so sehr auf Autos stehe. Theoretisch bin ich ja eher der für die etwas ruhigeren, fast schon romantischen Dates. So wie Sebastian vielleicht auch. Und der lädt seine Frauen heute aufs Wasser ein. Ja, dann hoffen wir mal, es werden nicht alle feucht. Und sorry, der musste sein. Ich habe einmal eingeladen die Kim, Leonie und die Eva. Und ich freue mich schon sehr auf die drei. Hello. 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 Eigentlich hatte ich ja geplant, mit euch Paragliden zu gehen, aber leider Gottes, das wäre nicht ganz mitgespielt. Aber das ist nicht so schlimm, deswegen werden wir jetzt gleich mit den Kajaks auf jeden Fall eine Runde fahren. Das mit dem Paragliding, das dann nicht funktioniert, ist aber auch so ein Bachelor-Insider, oder? Das gab es in den vergangenen Staffeln, glaube ich, auch schon viermal, dass es am Ende wegen des Wetters nicht geklappt hat. Aber egal. So kann man ja ein bisschen gemeinsam rudern. Ich hoffe übrigens, das heißt rudern. Ich habe immer das Gefühl, dass ich diese ganzen Bootsbegriffe alle falsch verwende, aber egal. Und sich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Die erste Bootstour, wenn man so möchte, war dann zusammen mit Eva. Die konnte dabei sich aber leider nicht ganz so stark entspannen. So, du fängst einfach an und ich synchronisiere das dann einfach hier. Okay. You gotta listen up. Zuerst dachte ich mir so, oh, schön, dass wir zusammenfahren. Aber dann kam halt gleich dieser Gedanke so, Mist, wenn wir jetzt schon am Anfang Zeit verbringen, dann heißt das, dass am Ende keine Zeit mehr gibt. Und dann habe ich alles verkopft. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es das bedeutet, oder? Weil so wie ich das weiß, ist es tatsächlich so, dass die Bachelors wirklich erst am Ende festlegen, wenn es noch ein Einzeldate gibt, mit wem stattfindet, weil es kann ja auch durchaus sein, dass es sich am Tag irgendwie blöd darstellt. Und generell ist Overthinking oft nicht so gut. Wobei ich bin selber auch ein Overthinker, also insofern, ja, gut, kenne ich das Problem natürlich. Bei Dennis geht's naturgemäß, wie eigentlich immer bei ihm, ein bisschen actionhaft dazu und man kann sich wegen des Lärms sowieso kaum unterhalten. Aber das mit den Autos macht, glaube ich, wirklich Freude. Wir fangen immer einfach. Ich muss ganz, ganz locker anfangen. Oh, wie geil ist das denn? Like? Willst du mal probieren? Ja. Soll ich dir mal zeigen? Ja. Dennis, du bist ja Vollprofi. Wie heftig. Bam, das hat Dennis wirklich gut gemacht, aber es gibt viele Statistiken und diese Statistiken belegen wirklich eindeutig, Frauen sind die besseren Autofahrer. Und ich hoffe, dass Rebecca uns das jetzt auch beweist. Oh, aber da ist das abgelöst. Ich musste erstmal überlegen, was war jetzt nochmal die Kupplung und wo ist die Bremse? Glücklicherweise muss man sagen, und zur Ehrenrettung aller Frauen hat Rebecca das dann aber doch noch richtig gut gemacht und ich glaube, sie hatte auch richtig Bock drauf und das ist natürlich auch das, was bei solchen Dates zählt und ich glaube, das ist auch das, was für Dennis mit Abstand am wichtigsten ist.
Die hat das Ding schon echt ordentlich durchgedappt. Es hat gequietscht, es hat gequalmt. Wir waren beide nass geschwitzt. Ich habe ein Stück Reifen mitgenommen, als Erinnerung. Ja, die hatte da wirklich Bock drauf. Aber man muss auch sagen, ne, ich glaube, so krass unterschiedliche Gruppendates kann man sich kaum vorstellen. Und sowas parallel hat es ja sowieso noch nicht gegeben. RTL hat das dann nochmal wundervoll zusammengeschnitten. Und an dieser Stelle habe ich mal eine Frage, die müsst ihr mal in den Kommentaren beantworten. Bei welchem Date wärt ihr lieber gewesen? Ich muss nämlich tatsächlich sagen, ich glaube ich bei den Autos. Eva hatte ja dann bei Sebastian vorhin noch ein bisschen Angst davor, dass jetzt Zeit am Anfang keine Zeit am Ende bedeutet. Aber tatsächlich waren die eine ganze Weile zusammen im Boot und die haben sich auch wieder gut verstanden. Und bei Sebastian weiß ich auch immer noch nicht so richtig, wer jetzt seine Favoritin ist oder wer nicht. Aber ich würde es Eva echt wünschen, dass sie weit kommt oder dass sie natürlich außerhalb des Formats einfach einen coolen Mann findet. Wahrscheinlich wäre das sogar besser. Die beiden hinter uns, links. Aber die haben einen Plan, das ist schon mal nicht schlecht. Es ist schön, Evas Nähe zu sein und wieder Zeit zu verbringen, ja. Ich finde, da ist immer noch eine Spannung da und ich glaube auch nicht, dass sie so leicht verloren geht. Weil sie ist einfach, ja, wenn ich sie angucke, weiß ich einfach, dass das einfach ein unglaublich guter Mensch ist. Und das ist sehr schön. Das ist es wirklich. Allerdings hat er Eva dann trotzdem nicht zu einem Einzeldate eingeladen. Kleiner Spoiler schon mal an dieser Stelle. Wir gucken aber erstmal, wer es bei Dennis wird. Und man weiß ja schon, wer ein Einzeldate mit Dennis hat, der wird auf jeden Fall von ihm geküsst. Also bisher war das eigentlich immer so. Es geht noch weiter. Ich habe noch eine Überraschung für eine von euch. Und Lissi, ich würde gerne noch mit dir ein bisschen Zeit verbringen heute. Sehr und gerne. Und noch auf ein Einzeldate einladen. Cool. Lissi also eigentlich, wie ich finde, eine ganz vernünftige Wahl, die den anderen beiden Frauen aber natürlich nicht besonders gepasst hat. Und wir wissen ja schon, Lisa ist sowieso nicht gerade in der besten Laune. Okay, wann sind die Kameras aus? Noch nicht? Das hat mich schon sehr geärgert. Da war ich schon kurz vorm Ausbruch. Ja, komm mit. Und ich muss sagen, ich verstehe Lisa ja. Aber Lisa, weißt du, du hast natürlich jetzt gerade auch ein Problem, wenn du immer, wenn du mit Dennis sprichst, quasi nur nachfragst, ob er auch wirklich Interesse an dir hat, dann ist natürlich das Problem, dass man nie zu einem tieferen Gespräch kommt und deswegen hat er wahrscheinlich am Ende des Tages auch keinen Bock auf ein Einzelgespräch. Deswegen, wenn du es irgendwie schaffst, beruhig dich doch mal ein bisschen. Ich bin schon angepisst, auf Deutsch gesagt. Ich bin richtig angepisst. Das war jetzt wohl das beste Zeichen, oder? Das bringt mir dann nichts, wenn immer wieder andere Mädels da bleiben und teilweise zum zweiten Mal schon da sind. Hätte ich eigentlich gleich mit Jessie fliegen können. Ja, okay, Lisa, wenn du dich schon überhaupt nicht an meinen Rat hältst, dann habe ich jetzt einen Tipp für dich. Also, wir fahren dich jetzt gleich eine halbe Stunde zur Frauenvilla und in der Zeit hast du Zeit, dich ein bisschen zu beruhigen. Und wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, ja ganz ehrlich, dann musst du am Ende dieser Folge aber auch wirklich langsam mal gehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich heulen soll, ob ich sauer sein soll, ob ich darüber lachen soll. Ein Mann, der nicht mal so ein paar Stunden alleine mit dir verbringen will, hat dann offensichtlich keine Intention, dich weiter kennenzulernen. Ja, und ich habe ja schon gesagt, ich kann Lisa verstehen und die Situation ist natürlich auch total blöd, aber letztlich ist es halt so. Wenn man an so einem Format teilnimmt und wenn man in so einer Situation ist, dann ist irgendwann der Punkt, wo man es entweder akzeptieren muss oder natürlich auch im Zweifel freiwillig geht. Und ich glaube, das wäre auch ganz gut für sie gewesen, wenn sie das zumindest im Kopf gehabt hätte, dass sie auch freiwillig gehen kann, weil das hilft einem manchmal dann wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, aber das hat sie nicht gemacht. Oh, jetzt hört's am Affen langsam. Ich bin wieder zurückgekommen. Ich habe immer noch kein Einzeldate. Offensichtlich ist auch kein Verlangen da und ich habe auch gar keinen Bock mehr, wirklich. Ich würde am liebsten jetzt einmal nach Hause fahren. Und dann hat man auch noch mal so ein bisschen gemerkt, was noch ein weiteres Problem ist, denn es geht Lisa am Ende des Tages nicht nur um sich selbst, es geht auch um ihre Außendarstellung. Aber auch hier muss ich noch mal sagen, für die wäre es, glaube ich, ebenfalls besser gewesen, ja, wenn sie dann einfach freiwillig gegangen wäre. Nadja sitzt jetzt auch schon seit 8 Tagen hier rum. Der wird bestimmt Nadja wieder einladen oder Katja zum 80. Mal. Ich bin echt zum Kloß hier, ey. Wirklich. Deutschland denkt, ich bin tiefendepressiv und habe 9% Selbstbewusstsein. Verstehe es einfach nicht. Ich würde einfach gerne. Ich hasse das so, nicht zu wissen, woran ich bin. Fairerweise muss man aber sagen, Lisa war nicht die Einzige mit tiefendepressiver Stimmung. Eigentlich waren alle ziemlich geladen. Und das gilt auch nicht nur für die Frauen von Dennis, sondern auch für die von Sebastian. Leonie wird bestimmt bleiben, wa? Oh, hell. Ich habe eigentlich gesagt gestern, dass wenn er Leonie küsst, dass ich 100% abbreche. Warum das denn? Weil ich sie super unsympathisch finde. Und wenn ich dann morgen ein Einzeldate habe, dann soll ich ihn dann auch küssen.
Und da, das haben wir ja schon mal in der vergangenen Folge besprochen, muss ich sagen, das kann ich nicht so gut nachvollziehen. Also ich glaube, mich würde es grundsätzlich sehr nerven, wenn jemand, auf den ich stehe, natürlich jemand anders küsst. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dann wäre es mir ein bisschen egal, ob ich die Person sympathisch finde oder nicht, weil das macht es für mich nicht leichter. Allerdings hat Larissa mit ihrer nächsten Aussage natürlich schon recht. Er muss ja nicht alle küssen unbedingt. Ne? Also es ist ja hier nicht, du musst jede Frau küssen, die hier ist. Das stimmt. Und bisher wurde wirklich in dieser Staffel sehr viel geknutscht. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 8 Frauen. Das gab es so noch nie. Aber gut, es gab auch noch nie 2 Bachelor. Wenn du jetzt übrigens keinen Bock haben solltest, mich zu küssen, dann musst du jetzt meinen Kanal abonnieren. Und wenn du mich doch küssen willst, dann auch. Ja, also wenn das nicht mal ein Argument ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir gucken natürlich direkt weiter. Denn Lissy und Dennis haben jetzt ihr Einzeldate in der absolut prallen Sonne auf dieser Rennpiste, die wahrscheinlich noch nach altem Gummi stinkt. Sehr romantisch. So, oder bin schon so ein bisschen, wenn ich dann will, dann will ich die Dinge. Man kann aber jetzt so viel lang warten. Und das ist hier ja, also hier. Weißt du was? Das ist gerade ein guter Stichpunkt. Wenn ich die Dinge will, dann kann ich da manchmal auch nicht so lange warten. Und ich würde dich unglaublich mal gern küssen. Und irgendwie fand ich es schön, weil meiner Meinung nach sind die wirklich rein optisch ein ganz, ganz tolles Paar. Ich muss aber auch sagen, ich habe sonst nicht wirklich das Gefühl, dass die charakterlich so gut zueinander passen. Lissy kommt mir immer so ein kleines bisschen schüchtern und lieb vor. Und ich glaube, das ist genau das, was bei Dennis auf Dauer nicht funktioniert. Aber ein schöner Kuss war es trotzdem. Aber ebenfalls trotzdem bleibt bei mir so ein kleines bisschen das Gefühl, dass es für ihn was Körperliches ist und für sie was Emotionales. Du bist wirklich wunderhübsch. Du bist ein bildhübsches Mädel. Das tut danke. Lissy küsst sehr gut, sehr zart, sehr liebevoll und es war sehr schön. Hat sich auf jeden Fall richtig gut angefühlt. Lieb, aber auch ein bisschen wild. Ja. Damit hat Lissy also Dennis geküsst. Und ja, jetzt ist sie, glaube ich, wirklich offiziell die 4. Frau, zumindest bei ihm, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und so langsam wird den anderen Frauen natürlich auch klar, selbst wenn Dennis sie auch schon mal geküsst hat, so richtig viel zu bedeuten hat das nicht mehr. Er hat dann irgendwann gefragt, ob er mich küssen darf, was ich auch schon schön fand, dass er mich das gefragt hat. Und dann haben wir uns geküsst. Oh, was? Ja. Hier geht es ja auch nicht um Fairness, aber ich finde es trotzdem nicht fair. Jetzt wird es richtig kompliziert langsam. Und das ist für mich übrigens auch eine der wirklich guten Sachen an dieser Staffel. Ich habe nämlich auch immer noch gar keine Ahnung, wer jetzt am Ende die Gewinner sein könnten. Wer aber immer noch einen gewissen Favoritenstatus hat, das ist Leonie. Und auch die hat heute mal wieder mit Sebastian ein Einzeldate/Einzelgespräch. Aber auch hier wird es wieder irgendwie kryptisch und unangenehm. Und Sebastian fängt ein bisschen davon an zu erzählen, dass er ja schon mal in einer Beziehung war mit einer Frau, die er als eher streitsüchtig wahrgenommen hat. Und das war für ihn ein Problem. Ich hatte in meiner Vergangenheit schon mal eine Situation, wo sie sich mit wem anders irgendwie die Haare bekommen hat und das dann ganz lange irgendwie nicht repariert werden konnte. Und also es ist natürlich für mich dann schon wichtig, dass ich nicht diese gleiche Erfahrung nochmal erlebe. Ich wünschte mir natürlich jemanden in meinem Leben, der bei sowas sehr offen ist und sehr schnell solche Sachen halt irgendwie mit verzeiht und vielleicht auch gar nicht so dann so nachtragend ist. Ich muss für mich übrigens sagen, ich bin absoluter Typ Harmonie und ich versuche eigentlich immer, wenn man sich gestritten hat, so lange eine Lösung zu finden, bis man eine Lösung gefunden hat. Glaube ich manchmal auch ein bisschen nervig, aber meiner Meinung nach besser, als nach einem Streit kommentarlos auseinanderzugehen und sich irgendwie zu blockieren oder so. Jetzt geht's bei Sebastian aber auch noch um was anderes. Er hat nämlich das Gefühl, dass Leonie so eine kleine Drama-Queen ist. Ich glaube, sie wollte das dann von sich weisen, aber es ist ein bisschen die Frage, wie realistisch ist das? Ich bin auch reflektiert und ich weiß auch, dass von mir vielleicht Blicke, gerade bei am Anfang, wo sie mich noch nicht ganz kannten, meine Blicke nicht ganz einordnen konnten. Okay, also würdest du dich schon als jemand einschätzen, der schon auch ungern eigentlich streitet? Absolut. Also ich kann mich auch mal entschuldigen oder sagen, hey, war gerade ein bisschen zu schroff von mir. Kann sich auch mal entschuldigen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das so toll ist. Und was Sebastian auch immer noch so ein bisschen im Kopf rumgeht, ist die Affäre der letzten Folgen. Da war es ja so, dass Leonie gesagt hat, ihr Stand in der Frauenvilla wäre so schwer. Und dann hat er bei Rebecca nachgehorcht und die hat gesagt, naja, so schwer war das eigentlich wahrscheinlich gar nicht. Aber auch dazu sagt Leonie noch was. Ich finde das auch halt schade, dass das irgendwie alles so jetzt so schwer ist, diese Thematiken bei uns. Dass das für dich halt immer so Fragezeichen entstehen, weißt du? Insgesamt muss ich aber sagen, eigentlich sind das auch nur noch Problemgespräche. Und natürlich sind Problemgespräche ganz wichtig und wenn man sich lange kennt, gehören die auch dazu. Weil die kennen sich ja noch nicht mal irgendwie 2 Wochen und dann finde ich es ein bisschen unangenehm und muss Sebastians Fazit zustimmen. Ich nehme ihr das auch ab, dass sie das nicht sucht, das Thema Drama.
Nichtsdestotrotz gibt es so ein, zwei Punkte, wo ich sage, das ist bei anderen einfach anders. Bei Leonie verspreche ich dir dann aber schon mal, gibt's auf jeden Fall noch eine große Überraschung. Das eigentliche Einzeldate in dieser Folge hat Sebastian dann allerdings mit einer anderen Frau, nämlich Kim. Und Kim, muss ich sagen, war bei diesem Date irgendwie komplett verwandelt und ganz anders, als man sie so bisher kennengelernt hat. Du willst immer, dass ich mit der Sprache rausdrücke, aber selber denkst du dir so, Ich gehöre ja auch zu den Anständigen. Es wundert mich, dass du es noch nicht gemerkt hast. Machst du denn überhaupt so unartige Dinge? Oh, das klingt gerade wie in so einem schlechten. Ja, das klingt wirklich wie in einem wundervollen Sportfilm bei Pornhub. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man sich dann nicht trotzdem küssen kann, oder? Okay, was ist trotzdem? Und was bei den beiden, glaube ich, wirklich ganz gut funktioniert ist, die schaffen es, dass es einerseits romantisch und intensiv ist und andererseits, dass der Humor auch nicht zu kurz kommt. Das ist auch etwas, was mir immer wichtig ist. Ich bin immer so jemand, der nach dem ersten Kuss oder den ersten Mal einen dummen Spruch bringt. Kein Wunder, dass ich das so selten mache. Pass mal kurz gut. Und das wollte ich eigentlich sagen. Aber du hast ja vor den Spruch gebracht, dass du unter Druck nicht arbeiten kannst. Ja, stimmt. Mir war fürs erste Mal okay. Insgesamt muss man aber sagen, für mich war das vielleicht so im Ganzen Sebastians bestes Date, weil es war halt wirklich sehr gelöst und es war vor allen Dingen schon sehr vertraut. Und das könnte natürlich was sein, was Kim jetzt so langsam aufs Siegertreppchen katapultiert. Ich habe heute eine sehr lustige Kim kennengelernt, die einfach ein bisschen loslassen kann. So, da hat sie mich tatsächlich sehr überrascht. It's been a while now. Damit waren die Einzeldate allerdings schon wieder vorbei und wir springen zum nächsten Tag und da gab es dann ein Doppel-Einzeldate, wenn man so möchte. Sehr actionreiches. Also heute haben wir ein Doppel-Einzeldate und wir gehen heute Sharkdiving. Ich habe heute die Larissa mitgenommen. Heute habe ich fürs Date die Nadja rausgesucht. Okay, und ich glaube, Sharkdiving ist jetzt zwar aus Tierschutzgründen schon wieder ein bisschen grenzwertig, aber auf jeden Fall etwas, was gerade für jemanden wie Dennis, der auf Action steht, schon was Besonderes ist. Und ich habe auch schon mal Sharks gesehen und ich muss sagen, ja, Haie sind wirklich sehr beeindruckend. Wow. Na, guck dir das an, ey. Ach du Scheiße. Wow. Holy shit. Nun ist die anzufüttern und über Wasser mal zu gucken natürlich das eine, aber mit einem Taucheranzug in dem Käfig zu sein und das dann unter Wasser zu sehen, ist nochmal was anderes. Und auch wenn Haie natürlich deutlich weniger Menschen töten als zum Beispiel Rinder, haben Rinder nicht ganz so ein beeindruckendes Maul. Das war brutal. Alter! Okay, wow, was passiert hier gerade? Ansonsten muss man aber sagen, auch wenn es natürlich ein paar Gespräche gab und man sich ein bisschen näher kam, das war jetzt eher so ein Date, was über Adrenalin zusammenschweißt, nicht unbedingt eins für die ganz krassen Gespräche. War ein echt genialer Tag, danke dafür. Das war ein unglaubliches Erlebnis heute. Das war Wahnsinn. Das war aber noch nicht alles, denn auch hier gab es danach noch Einzeldates. Vorher wollen wir aber noch mal in die Frauenvilla gucken. Und ja, ganz am Anfang gab es ja diesen Streit mit Lisa. Und es wäre ja irgendwie schön, wenn der sich jetzt noch mal auflöst. Ich bin nicht so in der Stimmung, ehrlich gesagt. Lass dich mal drücken. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich das nicht so sensibel aufgenommen habe und da nicht so sensibel darauf reagiert habe. Hey, und das ist doch wirklich cool und ich hoffe jetzt auch sehr, dass Lisa das ein bisschen annehmen kann und vielleicht geht sie dann mit einer etwas positiveren Stimmung irgendwie in die Nacht der Rosen. Und erstmal wurde auch noch ein bisschen ihr Bauch gepinselt mit Honig. Ich finde, du bereicherst hier diese Runde, weil ich kenne keine Person, die so witzig ist wie du. Nein, wirklich, ich kenne niemanden, der so witzig ist wie du und ich wünsche mir manchmal, ich wäre so wie du. Ich finde es voll bewundernswert, dass du so... Wo ziehst du dir diese Sprüche her, Junge? Alter. Ich muss aber auch sagen, Lisa ist auf jeden Fall die lustigste Lisa, die ich kenne. Sie ist zwar auch die einzige, aber sie ist auf jeden Fall die lustigste. Und ich glaube wirklich, das hat ihr auch ziemlich gut getan. Kommt jetzt nur vielleicht in dem Format auch trotzdem ein bisschen zu spät. Für mich halt dann schon so richtig so, als ob ich halt nicht so richtig ernst genommen werde und als ob du wahrscheinlich eh denkst, so, ja, so, die ist eh jetzt nicht so sportlich durchtrainiert, die schießt ja eh ab, so nach dem Motto, weißt du, und das sind dann meine Gedanken, die ich so habe, weißt du? Bist du für mich attraktiv und schön, auch einfach aufgrund von deinem Charakter und für mich bist du auch eine selbstsichere Person, wenn ich diese emotionale Seite wäre und nicht diese Unsicherheit. Ich finde,
brauchst es halt nicht haben, aber da war ich einfach zu unsensibel. Das Gespräch war echt so schön, das hat einfach meine Sichtweise nochmal komplett geändert irgendwie. Und das ist doch wirklich schön, aber ob es für den Verbleib in der Sendung reicht, das weiß ich natürlich nicht. Denn am Ende muss das Dennis entscheiden und der hat momentan Augen für eine ganz andere Frau, mit der er sich auch ganz gut unterhalten kann. Wie stellst du dir das denn vor? Früher oder später sehe ich mich schon im klassischen Bereich mit Haus, Frau, Kind. Klar, es ist immer wichtig zu wissen, möchte ich mal Nachwuchs haben oder nicht? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja. Die ganzen Punkte auch bezüglich Familienplanung, die waren schon sehr ähnlich zu meinen Vorstellungen. Ich muss aber auch sagen, also ich glaube, Dennis, dass ihm das wichtig ist. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, er geht dann doch sehr schnell auf diese körperliche Ebene und irgendwie fehlt mir da immer noch was. Und so langsam weiß ich auch nicht, ob es am Ende bei ihm wirklich wieder so ganz typisch Bachelor-mäßig läuft, dass er nämlich die letzte Rose vergibt und dann die Frau danach nie wieder gesehen hat. Jetzt wird aber natürlich erstmal geküsst. Wird schon besser? Oh, ja, wirklich besser. Oder wird es noch heißer? Und das war ein toller Kuss und das war auch ein toller Abend. Aber dann hat Dennis selber nochmal das ausgesprochen, was ich auch gefühlt habe. Und das, was sich bei ihm halt wie ein roter Faden durch fast alle Dates durchzieht. Bin mir nach wie vor unschlüssig, ob das jetzt gerade mehr sexuelle Anziehung noch ist oder ob sich da wirklich schon Gefühle bilden. Hattest du schon wilde Träume hier? Jeden Abend träume ich wild. Auch Sebastian hatte übrigens währenddessen ein Einzeldate. Und bei ihm war es wieder ein bisschen ruhiger und wieder ein kleines bisschen romantischer. Aber auch hier wurde wieder ein kleines bisschen viel geküsst. Vielleicht ist es auch einfach du. Meinst du? Hm? Bright lights when I see you. Far away I never see through. Heute habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns beide sehr stark irgendwie in diesen Kuss verlieren konnten. Und der war schon sehr schön. Und auch hier war es dann witzigerweise genauso wie bei Kim vorhin, denn auch hier merkt man, ja, der Humor danach klappt so ein kleines bisschen. Aber ich muss trotzdem sagen, bei Sebastian habe ich auch keine Ahnung, wer am Ende die letzte Rose bekommen wird. Mit ein bisschen mehr Fuego drin, würde ich jetzt mal behaupten. Noch schlafen getreten werden. Noch zwei Wochen. Insgesamt auf jeden Fall ein super Date. Hier war allerdings gar nicht so sehr der Mann danach im Fazit so ein bisschen gehemmt, sondern eher die Frau. So zu 100% ist Larissa nämlich nicht überzeugt. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Und jetzt kommt wieder die verkopfte Larissa, aber du hast mich nicht dafür. Trotzdem versuche ich das immer alles noch mit ein bisschen Abstand zu sehen. Und das ist übrigens etwas, wo ich einerseits sagen kann, ich wäre genauso und ich kann das sehr gut verstehen. Aber andererseits, wenn man sich dann wirklich auch nicht verlieben will, dann kann es in einem Fernsehformat auch nicht klappen, oder? Naja, wir können ja mal Sebastian das letzte Wort über dieses Date haben lassen, beziehungsweise seinen kleinen Freund. Ah, okay, dann bleibe ich jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Ich sage mich, wenn ich wieder mich bewegen kann, okay? Prost! Glücklicherweise ist bei ihm dann aber irgendwann wieder alles abgeschwollen und am nächsten Tag konnte es die Nacht, nein, eigentlich eher den Tag der Rosen geben, der insofern auch ein bisschen anders abgelaufen ist, dass es da das ein oder andere Einzelgespräch gab. Wobei man auch sagen muss, dass Dennis sich nicht nur einzeln unterhalten hat. Wir haben auch den perfekten Blick hier, ne? Ja, nur Dennis sehen wir nicht. Achso, der redet immer noch mit Katja, ne? Ja, ist ja. Ist bestimmt reingegangen, damit er sich verstecken kann, damit die ein bisschen knutschen können. Ja, das kann ich mir sogar gut vorstellen bei ihm. Oder sitzt sie einen Kuss auf den Mund und auf die Wange? In dem Moment ist leider diese Stimme in meinem Kopf, ich mache keine halben Sachen. Keiner gesehen. Ja, Dennis ist wie immer schon so ein kleiner Schwerenöter und das hat er dann natürlich auch noch in den Gesprächen ein bisschen rübergebracht. Denn kaum, dass er die eine geküsst hat, hat er der andere nochmal erzählt, was er gerne mit ihr im Bett anstellen würde. Wobei, streng genommen, was er mit ihr nicht im Bett anstellen würde. Ich habe sehr, sehr gern an verrückten Orten Sex. Okay. Ja, ich habe ihn schon so eingeschätzt, muss ich sagen. Ich auch. Allerdings musste Dennis nicht nur angenehme Gespräche führen, nein, er musste auch mit Lisa reden. Ja, das war jetzt ein bisschen gemein, aber wenn man ganz ehrlich ist, man merkt bei Dennis schon so eine gewisse Distanziertheit Lisa gegenüber. Schon seine Einladung zum Gespräch wirkte eher so wie ein Vorstellungsgespräch, bei dem man schon weiß, dass man den Job nicht kriegt. Hast du Lust, mit mir noch eine Runde zu sprechen? Boah, also auf das Gespräch mit der Lisa hatte ich wirklich echt gar keine Lust, weil ich wusste,
das artet eh komplett aus. Die ist absolut angefressen auf mich. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Lisa hat sich jetzt quasi so eine Aura angeschafft und immer dieselben Fragen gestellt, weswegen Dennis keine Lust mehr hat, sie zu reden, weswegen sich Lisa darin bestätigt fühlt und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Ja, ist diesmal natürlich wieder genauso gelaufen. Es ist halt irgendwie so eine Entscheidung, also gegen mich in dem Sinne, weil du hattest die Chance, mich zum Einzeldate einzuladen, hast es mehrmals nicht gemacht und ja, keine Ahnung, wie soll man sich da fühlen? Trotzdem wollte Dennis nochmal deutlich machen, sein Interesse an Lisa, sofern es da war, war immer echt. Ob wir ihm das jetzt glauben können, ich weiß es am Ende des Tages nicht, aber es ist ja trotzdem sympathisch, dass er es nochmal gesagt hat. Ein gespieltes Ding war, weil das war es einfach zu keiner Sekunde. Ich wollte wirklich einfach Lisa kennenlernen. Ja, danke. Insgesamt muss man aber auch sagen, es war halt wieder ein Problemgespräch und ich glaube, jetzt ist auch der Punkt, an dem man sich dann irgendwann nicht mehr wundern kann, dass Lisa nicht mehr mitgenommen wird. Dennis war schon vor der Nacht der Rosen einigermaßen deutlich. Boah, ich war so aufgeladen auch erstmal nach diesem Gespräch mit der Lisa, weil ja, das war einfach Mist. Und dann kam sie, die große Überraschung. Es gab nämlich immer die Rosenvergabe und wie immer war die eigentlich gar nicht so spannend. Nur Sebastian, der hatte dann am Ende nur noch eine Rose und musste sich zwischen Kim und Leonie entscheiden. Und mit Kim lief es in dieser Folge eigentlich super und Leonie war immer so ein bisschen die Favoritin. Also muss es ja eine Überraschung geben. Eine Anziehung ist da und nach unserem Date definitiv noch ein bisschen mehr. Kim. If you only knew what my mind is telling me I should do. Möchtest du meine Rose annehmen? Ja. Hui. Damit ist Leonie also tatsächlich draußen. Mich hat das ganz schön überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie ein bisschen das Gefühl hatte, Leonie hat ihn trotzdem so mehr oder weniger im Sack, weil er sie auch interessant findet, dass er sie bis zum Ende mitnimmt. Sie musste dann aber erst noch mal ein bisschen konsterniert sitzen bleiben, denn auch Dennis hatte ja noch eine finale Entscheidung. Lisa, ich würde mich gerne noch von dir verabschieden. Hey, tut mir leid. Alles gut. Ich mag dich wirklich sehr, sehr als Mensch. Du bist eine ganz, ganz tolle Frau. Du auch ein Mann natürlich. Also keine tolle Frau, ist ja klar. Alles Gute. Na gut. Und ich glaube, dass Lisa jetzt gehen musste, war am Ende keine ganz große Überraschung mehr. Leonie war aber wirklich sehr getroffen. Und man hatte ein bisschen das Gefühl, als wäre das jetzt ein verlorenes Finale oder so. Was machst du Leonie. Tja, und draußen haben sie dann nochmal ein Gespräch geführt. Und ich habe ja eben schon gesagt, das war wirklich ein bisschen so wie beim Finale, wenn man sich nochmal kurz mit der Frau unterhält, die finale Rose nicht bekommen hat. Aber ja, man muss auch sagen, Leonie hat sich's dann schon selber ein bisschen verkackt. Ich mag dich wirklich super gerne. Wirklich, du bist ein super toller Mensch. Und ich weiß, dass du irgendwen finden wirst, der super gut zu dir passt. Ja, klar, du auch. Aber ich denke, dass die große Liebe quasi auf mich wartet und ich die dann woanders finden werde. Also, ja. Hat es dich auch überrascht? Wie gesagt, mich auf jeden Fall. Damit sind wir dann tatsächlich aber auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich glaube, die nächste wird aber interessant, denn mit großen Schritten geht es Richtung Finale. Da gibt es nämlich schon das Family and Friends Date. Jetzt wird's ernst. Na, alles gut bei dir? Nein! Oh mein Gott. Wir werden hier unter die Lupe genommen. Dafür sind wir da. Wir sind so die Knie gezittert. Wenn du das nicht verpassen willst, ich habe schon gesagt, würde ich mich noch sehr über ein Abo freuen. Und einen Daumen nach oben wäre auch sehr cool, weil das einfach immer sehr hilfreich für den Algorithmus ist. Und letztlich tut es keinem weh. Also, ne? Vielen Dank an der Stelle. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst, dann wäre es sehr, sehr cool, wenn du vielleicht auch mal auf meinem Instagram vorbeischaust. Ich packe dir das auch ganz oben in die Videobeschreibung. Und streng genommen musst du all das sowieso wieder tun, denn sonst hast du jetzt ein Shark Date, allerdings ohne den Käfig.